Man should not rule over man. Let knowledge rule again. The Book of Light, Book of Books, and Savior of Mankind. Aum. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Hier spricht der Struwwelpeter. Liebe Grüße vom Krankenbett. Es geht mir zwar schon etwas besser, aber naja. Ich bin ja auch keine 18 mehr, ja? Manchmal sehe ich aus wie 100 und manchmal wie 99. Ist das nicht wunderbar? Ach, meine Lieben, man kann es doch nur noch mit Humor ertragen. Heutige Frage: Was ist die größte Leistung der Welt? Meine 20 Millionen Platten und dass ich letztes Jahr Nummer 1 in Lateinamerika war mit The Voice of Carlos, könnt ihr googeln. Haben die Medien darüber berichtet? Na, kaum. Die hassen mich. Naja, das kann ich auch verstehen. Cool. So, jetzt aber. Was ist die größte Leistung der Welt? Das nicht. Oder dass ich den schnellsten Schlag der Welt habe, das bestätigt sogar Weltmeister André Mebis. Das ist auch nicht die größte Leistung. Was ist die größte Leistung der Welt? Pass mal auf. Ein buddhistischer Mönch trifft einen Bauern, der, sagen wir mal, gerade so schön vor seinem Hof sitzt, oder sagen wir mal, der arbeitet gerade auf dem Acker, ja, und ackert und macht und tut. Und da sagt der buddhistische Mönch, die wirkliche buddhistische Mönche fragen gar nicht, die halten nur ihre Schale hin. Und ob jemand was reintut oder nicht, ist auch nicht. Und wenn jemand was reintut, sagen sie auch nicht Danke, wenn es richtige Mönche sind, wenn es Hinayana-Mönche sind. Ja? Was übrigens Tina Turner nicht war. Sie war Mahayana, was auch in Ordnung ist, aber es ist kein Buddhismus. Na gut, ich habe darüber gesprochen in einem Video. Das hat ja sofort zigtausende Klicks. Ich meine, ich greife doch niemanden an. Ich sag doch nur. So, dieser Mönch kommt zu dem Bauern, der da schwitzt, schweißbeströmt, hält die Schale hin. So. Milde lächelnd. Da sagt der Bauer: Hau bloß ab, du Depp, du! Du Faulpelz! Schaut nur fragend. Ja, du verstehst schon, sagt der Bauer. Ich acker mich tot. Ich kämpfe ums Überleben und du faulenst den ganzen Tag. Da sprach der Mönch: Sage mir, Bauer, was ist deine Leistung? Und dann wollen wir feststellen, welche von uns beiden die größere Leistung vollbringt. Der Bauer sagt: Das kann ich dir erklären. In der Früh um 5 stehe ich auf. Ich habe Frau und 3 Kinder. Meine Frau steht auch so früh auf. Dann bereitet sie das Essen für die Kinder. Dann werden die Kinder in die Schule geschickt. Wir haben wenig Geld. Wir fahren die Kinder mit der Schubkarre, kann man sagen, mit dem kleinen Eselswagen zur Schule. Dann putzt meine Frau das ganze Haus. Dann hilft sie mir. Wir haben keine Magd. Dann stehe ich auf und weil unsere Kuh krank geworden ist, muss ich den Pflug selber schleppen. Meine Frau schiebt manchmal. Jetzt ist die Kuh wieder in Ordnung. Jetzt acker ich hier auf dem Feld. Dann muss ich das Getreide einbringen. Dann kommen meine Kinder, muss ich sie abholen von der Schule. Dann schaue ich, dass sie ihre Schulaufgaben machen. Meine Frau hilft dabei. Dann kocht meine Frau. Dies alles nur. Und dann habe ich ein Stück Land gekauft. Mit wenig Geld, halb geliehen. Da wächst aber nichts drauf. Jetzt haben wir wieder nichts. Jetzt muss ich einen Kredit aufnehmen. Und jeden Tag schufte ich von früh 5 Uhr morgens bis die Sonne untergeht. Und meine Kinder sollen es doch einmal besser haben. Und wir essen nur einmal am Tag. Mensch, das ist schon sehr gut. Wir essen nur einmal am Tag, weil wir kein Geld haben. Aber eines Tages sollen meine Kinder es einmal besser haben.
Und so ackere ich den ganzen Tag von früh bis spät, meine Frau. Meine Kinder helfen dann auch mit auf dem Feld. Das ist meine Leistung. Jetzt sage mir deine Leistung, o Mönch. Da sagt der Mönch, meine Leistung ist folgende. Ich löse mich von dem Verlangen, das dich noch knechtet. Ehre sei dem Buch des Lebens. Hola, soy Carlos. ¿Qué quieres? 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 Hola, soy Carlos. Hola, soy Carlos. ¿Qué quieres? Hola, soy Carlos. She fell in love with the voice of Carlos. Now she is lost, now she is lost. She fell in love with the voice of Carlos. She wants to make love with him. She fell in love with the voice of Carlos. Now she is lost, now she is lost. She fell in love with the voice of Carlos. She wants to make love with him. Ven, 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 con tus emociones. Ven, ven, ven. Ven, 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 ven. Hacemos el amor. Ven, ven, ven. She fell in love with the voice of Carlos. Now she is lost, now she is lost. She fell in love with the voice of Carlos. She wants to make love with him. She fell in love with the voice of Carlos. Now she is lost, now she is lost. She fell in love with the voice of Carlos. She wants to make love with him. Hola, Carlos, now she is lost, now she is lost. She fell in love with the voice of Carlos. She wants to make love with him. She fell in love with the voice of Carlos. Now she is lost, now she is lost. She fell in love with the voice of Carlos. She wants to make love with him. Hola, soy Carlos. ¿Qué quieres?